Alright, it's my very big pleasure to introduce Roya Ansafi to you. She's going to talk about Censored Planet, a global censorship observatory. I'm personally very interested in learning more about this project. Sounds like it's going to be very important. So please welcome Roya with a huge warm round of applause. So, willkommen hier im Saal Borg. Wir haben hier den Vortrag Der zensierte Planet. Es ist wunderbar, hier es endlich zu schaffen, zum C3 zu kommen. Ich habe jetzt auch ein Visa bekommen. Dieses Jahr habe ich im August darum gebeten. Und jetzt hat es funktioniert. Mein Name ist Roya Ansafi und ich arbeite an der Universität Michigan. Und meine Forschung ist Privatsphäre und Sicherheit. Ich forsche an Netzwerk, Interference, das ist Netzwerkstörungen, von außen eingebrachte bewusste Störungen. Also. Alles gut. So, doch nicht so gut. Jetzt kommt's wieder. Wunderbar. In meinem Labor entwickeln wir Technologien und Systeme, um Netzwerkstörungen festzustellen. Und wir setzen diese Tools ein, um das Verhalten dieser Aktoren, die das Internet stören wollen, zu beobachten und zu studieren. Heute kommt ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht. Und jetzt schaue ich auf alle Anwendungen, die die Benutzer daran hindern, auf bestimmte Inhalte zuzugreifen. Es gibt eine sehr große Menge an Censorship, die um die ganze Welt passiert. Und während es vorher ein paar Länder gab, die in der Lage waren, solche Pakete anzuschauen und das zu hindern, jetzt sind es ganz viele Länder. So, und jetzt habe ich also zum ersten Mal, wenn der Benutzer seine URL in den Browser reinschreibt, dann kommen verschiedene Teilnehmer ins Spiel. Der Domain Name System wird verwendet, um den Namen aufzulösen. Das kann manipuliert werden. Wenn der DNS erfolgreich war, dann versucht der Server eine Verbindung aufzubauen. Und das kann geblockt werden. Wenn das erfolgreich war, dann können Benutzer Daten und der Server vor und zurück schicken. Und je nachdem, ob es Klartext oder verschlüsselt ist, kann es angeschaut werden und dann kann jemand in der Mitte ein Reset-Paket schicken, was auf beiden Seiten die Verbindung beendet. So, jetzt gibt es Regierungen, die ihre Policies auf die Internetanbieter durchsetzen. Jetzt gibt es da verschiedene Firmen, die Benutzer aussperren, je nachdem, von wo sie herkommen, weil sie daran nichts verdienen können. Und jetzt suche ich nach Details, was diese Global Content Delivery Networks anbieten. Unsere Daten gehen durch verschiedene Transit-Webseiten, durch Internetanbieter, durch Proxys, die alle ihre eigenen Policies haben. Und diese Sachen unterscheiden sich von Zeit zu Zeit, von Land zu Land, von Region zu Region.
Und jetzt versuchen wir halt zuzuschauen, wie diese Zensur global passiert. Auf der Serverseite ist es frustrierender. Diese Zensur zerstört Communities und nimmt die Würde weg. In der Türkei, in China passiert Zensur. Aber jetzt, weil Deep Packet Inspection, das Hineinschauen in Pakete immer billiger wird, können ganz viele sich das leisten. Das heißt also, unser Internet wird immer mehr balkanisiert in einzelne Regionen zerlegt. Und wir müssen in der Lage sein, diese Daten zu sammeln, was passiert, und das transparent zu machen. Wie wird zensiert, wer wird zensiert und wie lange? Jetzt versuchen wir hier Transparenz und Verantwortung zu bringen. Wir können Schutz dagegen aufbauen, wenn wir es verstehen. Und wir können die Benutzer um die ganze Welt informieren, was die Regierungen tun. Und wir können gute und richtige Daten für Gesetzgeber zur Verfügung stellen. So, die Benutzer müssen durch ihren eigenen Willen daran arbeiten, die Internetfreiheit zu schaffen. Wir müssen uns also ansehen, wie manche Länder verschieden sind von anderen. Und das für eine andauernde Zeit und für die gesamte Welt. So eine Karte zu erzeugen, war unmöglich mit den Techniken, die wir zu der Zeit hatten. Von den Techniken, die wir jetzt nutzen, gehen wir jetzt um mit Software und Hardware, die wir in den zensierten Regionen unterbringen, die dann messen, was Client- und Server-Interaktionen, was die Client- und Server-Interaktionen sind. Das erzeugt reichlich Limitationen. Unter anderem gibt es nicht so viele Freiwillige über die Welt, die das machen können. Zweitens sind die Daten nicht stetig erhoben. Die User-Verbindungen können abbrechen oder sie sind nicht mehr interessiert, diese Software laufen zu lassen. Und damit kriegen wir mehr Datenflecken als tatsächlich kontinuierliche Daten. Wenn wir sensible Daten uns ansehen in solchen lokalen Settings, kann das auch gefährlich sein für die User, die es tun. Und diese Gedanken sind nicht hypothetisch. Ich wurde von einigen Kollegen angesprochen, dass ich bitte lauter FreundInnen rekrutieren möchte, die solche Daten einsammeln mögen. Das war an sich interessant, um zu sehen, was in den Netzwerken an sich passiert. Das Bild drückt allerdings sehr gut aus, was ich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, Underground-Leute danach zu fragen, dass sie damit helfen in solchen Zeiten von Unruhe. In meiner Meinung war es möglich, es als verräterischen Akt zu interpretieren, sich so gegen die Regierung und ihre Methoden zu stellen. Es bringt die Freiwilligen also in erhebliches Risiko. Of measuring internet censorship
Soweit wir wissen, ist bislang niemand verhaftet worden dafür, solche Zensurmechanismen zu beobachten und zu messen. Es ist aber ziemlich überraschend, dass wir solche Fälle nicht kennen. Es wäre ja durchaus denkbar, dass man zwischen hunderten Usern, zwischen denen solche Measurements existieren, dass das verdächtige Cluster sind für eine Regierung. Wie geht also Uni, die wir auf dem 34C3 schon gesehen haben, mit solchem Risiko um? Mit viel Aufwand. Falls ihr Uni nicht kennt, Uni ist eine globale Gemeinschaft von Freiwilligen, die so Daten über Internetzensur erheben. Sie geben ihren Freiwilligen immerhin eine extrem ehrliche Consent Policy, die dem User im Wesentlichen sagen, ihr müsst wissen, dass das gefährlich sein kann, was ihr hier tut. Sie etablieren insbesondere gute Beziehungen mit den Lokalen und mit den BürgerInnen der jeweiligen Länder. Jetzt, wo ich euch gezeigt habe, dass ich durchaus Freundin von Uni bin und auch Freundin mit vielen der Leute aus der Community, bin ich trotzdem der Meinung und kann euch sagen, dass ich meine, dass es anders gehen muss. Ich bin tatsächlich besessen davon, wie man dieses Problem lösen kann, nämlich wie können wir messen, wenn ein Client und ein Server miteinander sprechen, ohne dass wir nah zum Client sind. Ja, können wir das global von Entfernung, ohne Bestandteil zu sein, sehen. Und Leuten, denen ich das vorstelle, sagen in der Regel, du weißt nicht, wovon du redest, das ist viel zu herausfordernd. Und ich werde euch jetzt vorführen, wie man durch diese Challenge gehen könnte. Diese Maschinen, die ihr hier seht, folgen alle dem TCP/IP-Protokoll. Also wie kann ich das TCP-Verhalten und das subtile TCP-Verhalten benutzen, um zu gucken, ob zwei Hosts miteinander kommunizieren können. A spooky scan is a technique that Jed Kriendel from the University of New Mexico and I developed. Spooky scan ist eine Technik, die wir entwickelt haben, in welche Richtung solche Packets geblockt werden oder ob Client und Server unproblematisch miteinander kommunizieren können. Also, ja, fangen wir mal mit ein bisschen Hintergrund an. Hier ist TCP, das ist das grundlegende Kommunikationsprotokoll. Und das hier ist ein Handshake, also ein Händeschütteln. Ein SYN-Paket wird geschickt und da ist die Identifikation drin. Und das Feld wird für Fragmentierungszwecke verwendet. Und auf der anderen Seite wird dann ein SYN-ACK zurückgeschickt. Und wenn ich dann weitermachen will, dann schicke ich einen ACK, ansonsten würde ich einen Reset schicken. Ein Teil des Protokolls sagt, wenn ich einen ACK zu einer Maschine schicke, die ein Board open-closed hat, dann schickt er mir einen Reset zurück. Multiple
Und wenn ich das zu einem Port schicke, der offen ist, dann kriege ich mehrere Synapse-Pakete zurück, weil es verlässliches Protokoll ist. So, und das hat jetzt einige Charakteristika. So, also der Client, der sollte einen globalen Wert für den Wert IP-ID halten. Das heißt also, dieser Wert wird immer, wenn ich so Pakete schicke, um 1 erhöht. Das heißt also, wenn ich diesen Wert anschaue, dann kann ich sehen, wie viele Pakete diese Maschine versendet. Ich habe jetzt eine Messmaschine, das bin ich unten, und die muss diese Pakete schicken und schreibt da als Quelladresse was anderes als meine eigene Maschine rein. So, und diese Anforderungen kann ich mit ein bisschen an Aufwand begegnen. So, ich sende also von meiner Messmaschine ein Synapse-Paket an den Client. Der Client schickt mir einen Reset zurück und er erzählt mir, was diese globale Variable ist, diese IP-ID. Dann schicke ich ein gespooftes Paket zu dem Server, wo ich die Client-ID hinschicke. Und der schickt dann ein Synapse zurück zu dem, wo er dachte, es herkommt, und der Client schickt einen Reset. Das nächste Mal, wenn ich bei dem Client die ID anfrage, dann kriege ich die neue ID. Und wenn ich es nochmal anfrage, dann sehe ich keinen Sprung mehr. Ich habe also ein erstes Delta und ein zweites Delta. Wenn ich mir jetzt die Firewall anschaue, die solche Synapse blockt, egal wie viel Traffic ich schicke, das kommt einfach nicht an. Im dritten Fall, wenn die Pakete von dem Client fallen gelassen werden, dann kommt mein Synapse hin. Und der Client, der schickt das Reset, aber es geht nicht zum Server. Das heißt also, es wird mehrere Synapse schicken. Und damit werde ich andere Jumps sehen. So, hier sind drei Fälle. Das Blocken in die eine Richtung, kein Blocken und Blocken in die andere Richtung. Und da sehe ich unterschiedliche Deltas. Das heißt also, ich kann feststellen, wo das Blocken passiert. Ich weiß, dass die Clients mit ganz vielen anderen reden. Und viele, und das kommt zum, das gibt Rauschen. Das heißt also, ich muss mein Signal verstärken. Ich schicke nicht 1, sondern ich schicke N. Aus unterschiedlichen Gründen können Pakete verloren gehen. Das heißt, wir müssen es mehrfach machen. Hier sind ein bisschen Daten von einem Spooky Scan. Über 60 Sekunden schicke ich Queries für IP-Adressen. Und dann für weitere 30 Sekunden schicke ich nochmal Syn-Packets. Und hier sieht man das in China und in Amerika. Und einfach nur das anzuschauen und ein paar statistische Methoden anzuwenden, kann man das erkennen. Aber es gibt hier einen Einblick. Nicht alle Clients haben denselben selbe Rauschen, vor allem diese hier. Könnte man sehr einfach, würde es reichen für 5, n gleich 5 zu setzen. Das heißt, in der Nachfolgearbeit versuchten wir diesen Einblick zu benutzen, um einer skalierbaren und effizienten Technik
aufzukommen, um das in einer globalen Weise zu benutzen. Und das nennen wir Augur. Augur nutzt diese Probe-Methode für 4 Sekunden, fragt es die IP-ID ab. Dann sendet es 10 gespoofte Synths. Und dann schauen wir die zweite Ableitung der IP-ID an. Und dann sehen wir einen Sprung am Zeitpunkt der Störung, wenn wir das spoofen, wenn wir das fälschen. Wie sicher können wir sein, dass dieser Sprung im von uns kommt? Ja, wir führen es einfach nochmal aus. Und wir machen das einfach so oft, bis wir eine hinreichende Sicherheit haben, dass wir das verursacht haben. Es gibt eine statistische Analysis, die sich Sequential Hypothesis Testing nennt, mit der man eben graduell Sicherheit gewinnen kann. Das ist jetzt eine sehr grobe Überblick, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt hier eine Zufallsvariable definieren und benutzen. Und IP-ID-Beschleunigung benutzen wir jetzt zum Zeitpunkt der Störung. Das ist entweder 0 oder 1, je nachdem, ob man einen Sprung sieht oder nicht. Wir müssen auch berechnen ein paar empirische a priori. Wenn man auf alles kauft, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Sprung sieht, wenn es nicht geblockt wird? Und wenn wir das alles zusammentun, können wir einen Algorithmus formalisieren. Also machen versucht und aktualisiere die Zufallsvariablen, überprüfe, ob diese Sequenz zu dieser Verteilung gelangt, wo das Blocken passiert oder nicht. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Wenn man eine gewisse Sicherheit erreicht hat, dann sind wir fertig. Wenn man das alles zusammentut, ist es wie Augur funktioniert. Wir versuchen globale IP-Maschinen und haben gewisse Beschränkungen, ob es eine stabile Maschine ist oder hat es hohes Rauschen, mit dem wir klarkommen. Und wir müssen auch herausfinden, was für eine Webseite wir testen möchten. Welche Länder und so weiter. Wenn wir uns auf den Input festgelegt haben, und dann lassen wir einen Scheduler laufen, der sicherstellt, dass kein Client und Server zugleich untersucht werden. Und dann nutzen wir unsere Analyse, um die Ergebnisse zusammenzufassen. Ich habe immer angefangen, dass die allgemeine Methode, wenn es über die Abdeckung geht, dann gibt es über 22 Millionen globale IP-Machines. In vorhergegangenen Surveys haben wir das gesehen. Die haben 10.000 Messpunkte eingesetzt. So, und wenn es um Durchgängigkeit geht, dann hängen wir hier nicht von dem End-User ab, sondern sind davon unabhängig. Dadurch, dass wir keine Freiwilligen bitten, reduzieren wir bereits das Risiko, weil es keine Benutzer gibt. Aber unser Ansatz ist nicht, ist kein Risiko für den Benutzer, aber es ist ein anderes Risiko. Wir reden mit beiden Maschinen ohne die Zustimmung. Wir benutzen keine End-IPs.
Wir benutzen zwei große Router. Ah, wir benutzen Router, die zwei Hops zurück sind von dem End-User. So, also wir testen jetzt das Framework, wir testen Augur. Wir haben jetzt 2000 ID-Maschinen rausgesucht, die wir gleichmäßig ausgewählt haben. Wir haben Webseiten von dem Citizen Lab Testliste ausgewählt. In Toronto kommt diese Liste her. Und die haben also Webseiten rausgesucht, die potenziell geblockt werden. Und das sind also 1000 von den Alexa Top 10.000. Die Herausforderung, Augur zu validieren, ist, was ist denn die tatsächliche Wahrheit? Und da schauen wir einfach, was kann denn stimmen? Der erste Ansatz ist Intuition. Also kein Client sollte zeigen, dass alle Sites geblockt sind. Und es sollten Sites nicht für fast alle Clients geblockt sein. Und die sensiblen Domains sollten eher geblockt werden als die berühmten. Also letztendlich ist Augur ein System, das skalierbar, das ethisch und das robust in der Lage ist, kontinuierlich TCP-Blocking festzustellen. Ja, ich habe verstanden, das ist jetzt nur TCP-IP. Wie sieht es mit den anderen Layers aus? Können wir die auch aus der Ferne missen? Jetzt schauen wir den DNS an. Gibt es eine Möglichkeit, über die Entfernung DNS-Poisoning oder Blocking zu messen? Wenn wir alle IPv4 scannen, dann haben wir eine ganze Menge offener DNS-Ergebnisse. Das heißt also, die sind offen für jeden, der eine Query hinschickt. Und das kann als ein Aussichtspunkt verwandt werden. Und jetzt können wir die verwenden, um zu schauen, ob die vergiftet sind oder nicht. Also, wir haben eine ganze Menge Checks, um festzustellen, wem diese Resolver gehören und dass die ein Teil von der Infrastruktur sind. Und dann schicken wir alle unsere Requests zu diesem DNS-Resolver und schauen, was wir daraus finden. Jetzt müssen wir herausfinden, was ist die falsche Antwort. Das heißt, wir brauchen Heuristiken. Die Antwort, die wir bekommen haben, ist das die gleiche Antwort, die wir von einem Kontrollmesspunkt anderswo bekommen. Oder wir können die IP-Adresse anschauen und können schauen, ob das HTTP-Zertifikat korrekt ist. Und so weiter. Wir haben also verschiedene Heuristiken angewandt, um falsche Antworten herauszufinden. Das Ergebnis von all diesen Mühen nennen wir Satellite. Das hat angefangen unter William Scott.
Wir haben also jetzt Satellit und das automatisiert alle diese Schritte, die wir hier gezeigt haben. Wir nennen es Satellite, weil das das ältere System von denen ist. Wir haben aber von beiden Papern erheblich profitiert. Wie viel Coverage hat Satellite also? Also wie viel Abdeckung hat Satellite also? Wir sprechen von 4,2 Millionen offenen DNS-Auflösern in 232 Ländern. Wir müssen insbesondere aufpassen, dass sie ethisch sind und sorgen dafür harte Restriktionen. Lasst uns also nur die DNS-Server benutzen, die deren PDR-Record anzeigt, dass sie vertrauenswürdig sein können. Tatsächlich haben wir noch mehr reguläre Ausdrücke angefügt, um zu gucken, dass sie zu Organisationen gehören. Wir haben unsere Resolvers in schätzungsweise 169 Ländern. Wie gesagt, kann Zensur auf vielen Ebenen passieren. Was machen wir jetzt also mit HTTP-Traffic oder mit Störungen, die auf dem Level von TLS passieren? Es ist bestens dokumentiert, dass viele Deep Packet Inspections, insbesondere die in China, uns den Traffic ansehen, ein Keyword finden und sich erst dann bewegen und den Traffic blockieren oder resetten. Also habe ich für eine lange Zeit versucht, diesen Side-Channel zu erkennen. Wie kann man das finden, wenn sie erst einen Handshake etablieren müssen? Wie kommen wir da rein? Glücklicherweise hat mich jemand auf das Echo-Protokoll gestoßen. Es ist designt worden 1983. Und gemeint für Testing, also fürs Debugging. Im Grunde also, wenn ihr einen TCP-Handshake auf Port 7 gemacht habt, dann wird der Server auf Port 7 es zurückechoen. Und dann denken wir jetzt darüber nach, wie wir solche Echo-Servers dafür benutzen können. Nehmen wir also an, wir haben einen Echo-Server in den USA, in Michigan etwa. Machen wir einen TCP-Handshake und schicken jetzt ein zensiertes Keyword. Jetzt schauen wir drauf, was passiert bei Deep Packet Inspection, die auf dieses Keyword reagiert. Dann kriegen wir einen Reset wahrscheinlich auf beiden Enden zurück. Also können wir einen Algorithmus schreiben, um mit Echo-Servern diese Deep Packet Inspection zu sehen, sichtbar zu machen. Das resultierende Tool nennen wir Quack. Es benutzt Echo-Server, um skalierbar zu detektieren, ob Keywords oder einfach Links blockiert werden. Was tun wir also? Wir schauen uns IPs für Echo-Server an und finden 47.000 davon in der Welt.
dann schauen wir, ob sie zu EndnutzerInnen gehören oder nicht. Das war ziemlich schwierig. Prozent von denen sind Bestandteil von Infrastruktur, aber bei 10% wissen wir nicht, was der Zustand ist. Okay, wir sprechen von 50 Ländern, wo sie diese Server partiell offen oder offen sind oder gratis, wenn sie davon sprechen. Also mit der Hilfe von so vielen KollaborateurInnen in diesen letzten 6 Jahren haben wir 3 Systeme, um das überwachen zu können. Und etwa TCP-IP-Blocking, DNS-Störungen oder Application-Layer-Blocking via Echo-Servern. Es war also ein Traum oder eine Vision, dass wir diese Eingriffe kartieren können. Aber jetzt haben wir dank meiner StudentInnen und vieler MitarbeiterInnen jetzt auf Sensor Planet viel mehr Überblick und nicht mehr nur einen Traum und eine Vision. Und haben auf jeder der Ebenen unsere Vorteile genutzt. Wir zeigen auf Sensor Planet auch Visualisierungen. Alleine um zu sehen, wie viel Beobachtungspunkte wir in den verschiedenen Ländern haben. Wir haben jetzt also schon für 4 Monate kontinuierlich Daten darüber erhoben, wollen aber immer noch natürlich viel mehr. Und jede von euch, die diese Daten tatsächlich benutzt hat, bitte gebt uns viel Feedback dazu über Bugs in den Daten und sonstige Merkwürdigkeiten. Was haben wir also schon finden können? Insbesondere also von politischer Relevanz. Ihr erinnert euch sicher an den Washington Post Report im Oktober über Jamal Khashoggi, der ermordet wurde. In der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei. Da gab es viel Medienaufmerksamkeit für. Ja, und 2 Wochen später war das internationale Nachrichten. Wir wussten im Voraus. Also wir wussten schon am 16. Oktober. Dass das Blocken von solchen Nachrichtenseiten sich verdoppelt hat. Aber nicht homogen, nicht Block und Unblock über das ganze Land, sondern graduell über die verschiedenen Provider. Insbesondere haben uns Aktivistinnen in Saudi-Arabien gesagt, wir sehen das nicht. Was seht ihr an? Und stellten dann fest, dass andere Provider waren. So. Und wir haben also nachgesehen, wer sieht denn das, was wir hier aussehen? Es gibt ein Projekt, Komodo Lab, die gefunden haben, dass ein paar Tage vorher auch der Spike in Malware zu finden war, in Malware Deployments. Let me emphasize, this news media that I'm talking about or the global news media that we check, like LA Times, Fox News and
Die Nachrichten, über die wir sprechen, LA Times, Fox News, sind aber auch, wir sprechen aber auch von arabischen News. Genauso wurde aber auch tatsächlich ein saudi-arabisches Propaganda, Nachrichten, eine saudi-arabische Propaganda-Nachrichtenseite geblockt von einem ISP. Wo gehen wir also hin? Also mit all dem, was ich jetzt über Side-Channels gesagt habe, sehen wir trotzdem natürlich nicht das volle Bild von Internetzensur. Es ist schon eine kraftvolle Maßnahme, auf der Maschine eines Freiwilligen, einer Freiwilligen, detailliert den Traffic beobachten zu können. Insofern könnte man versuchen, sowohl die fern- als auch die lokalen freiwilligen Maße zu integrieren und damit das Beste aus beiden Welten zu replizieren. Außerdem möchten wir über Visualisierung nachdenken, die nicht irreführend ist, sondern uns hilft, solche Muster und Trends zu finden. Wir wissen zum Beispiel gerade nicht, ob das, was wir messen, von nur einem Internet-Provider kommt oder von allen. Und geben wir eigentlich gerade in diese Beobachtung eine Voreingenommenheit auf Basis von westlichen Werten, von freiem Ausdruck, Redefreiheit und so fort mit rein. Ich glaube an all diese, trotzdem ist das eine Voreingenommenheit, die wir mit reingeben. Wir wollen mehr statistische Tools, um zu sehen, wenn sich solche Muster und solche Trends verändern. Als etwa Telegram geblockt wurde in Russland, wurden Millionen IPs geblockt. Habe ich gewettet und das auch allen laut gesagt, das werden auch andere Regierungen bald tun. Ja, und solche Gerüchte haben wir gehört. Das sollten wir auch automatisch können. Ich möchte eine empirische Wissenschaft von Internetzensur aufbauen können, mit reichhaltigen Daten, gesammelt von euch allen. Sensor Planet wird gerade von sehr engagierten StudentInnen betrieben, aber es braucht jetzt IngenieurInnen und politische WissenschaftlerInnen, die sich das genauer ansehen. Wenn ihr also eins von den beiden seid oder ansonsten euch der Sache widmen wollt, meldet euch bei mir. Die Referenzen für diejenigen von euch, die es interessiert, das hier sind die Publikationen, auf denen ich meinen Vortrag basiert habe. Und jetzt kann ich Fragen annehmen. All right, perfect. Thank you so much, Roya, so far. Vielen Dank, Roya. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also wenn ihr eine Frage im Raum habt, dann geht bitte zum Mikrofon. Und wenn ihr den Stream anschaut, dann könnt ihr den Signal Angel über IRC oder Twitter fragen. Also Mike 2. Machen Sie sich Sorgen, dass, wenn Sie jetzt Ihre Methoden veröffentlichen, auch Ihre Daten, dass die Regierungen darauf reagieren und es eben für Sie mehr schwieriger machen, diese Daten aufzunehmen? Es ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir haben Kontrollen, um das festzustellen, aber das bringt natürlich eine gute Frage.
kann euch aus meiner Erfahrung erzählen, dass es sehr, sehr schwierig ist, alle ISPs so zu synchronisieren, dass sie alle gleich arbeiten. Und wenn die Regierungen das blockieren würden, dann gäbe es eine Menge technische Probleme. Wenn die Universität Michigan blocken wollen, dann sind wir darauf auch vorbereitet. Wir haben Backups. Aber das ist insgesamt eine globale Messung. Und es ist wirklich schwierig, das zu synchronisieren, dass überall geblockt wird. Momentan ist es kein Problem. Also ein bisschen ähnlich wie der vorigen Frage. Was, wenn ihr jetzt von einem Staat misst, der selber blockt? Messt ihr auch aus verschiedenen Quellen? Natürlich. Wenn unser Snapshot von dieser Perspektive kommt, wenn wir aus China oder Amerika kommen, also einen Snapshot zu machen, braucht 3 Tage. Und dann nehmen wir alle Daten von diesem Blickpunkt. Und wenn wir sagen, da reagiert jemand auf uns, wir haben ungefährliche Domains, von denen wir aus das machen. Aber es ist natürlich ein guter Punkt. Momentan ist unser Ansatz sehr manuell. Und es ist immer noch eine Herausforderung. Haben Sie gemessen, wie die Randomisierung eure Probes kaputt macht? Habt ihr gemessen, wie viel IP-Anonymisierung eure Proben kaputt macht? Also ich habe da ein Paper gelesen von einem Typen von 1998. Und die haben alte Betriebssysteme verwendet, FreeBSD, ein altes Windows. Wenn diese alten Maschinen jetzt ein neues Betriebssystem bekommen, momentan haben wir unseren Seitenchannel und wenn die das Zeug updaten, dann finden wir wieder einen neuen. Also diese Global ID, die wird sich in den nächsten 5 Jahren nicht ändern. Das heißt, wir können es noch eine Weile benutzen. Wenn Sie Augur eingeführt haben, habe ich mich gewundert, ob die Erkennung, dass eine Zensur indiziert, weil sie über Validierung sprechen. Was wenn es sich jetzt rausstellt, dass es ein Fehlalarm ist? Was könnte dann halt die Ursache sein? Du hast natürlich recht. Ich habe auch versucht, das zu zeigen, dass das, was wir sammeln, das zeigt Zwischenfälle, Fehler. Es kann ein zufälliges Packet verlieren sein. Unser Ansatz ist, die Ergebnisse zu aggregieren und wir versuchen herauszufinden, ob das bei mehreren unterschiedlichen Routern in dem gleichen Land so ist. Und wenn einer es verliert, wie sieht es dann mit den anderen aus? Unsere Berichte und Anekdoten können zu verschiedenen Ergebnissen führen. Ein einzelner Aussichtspunkt kann verschiedene Probleme haben, nicht nur das Zensieren durch Regierungen. Semantic, where the intention applied.
wir versuchen davon wegzukommen, eine Semantik abzubilden, wo der Zweck drin abgebildet ist. Sie haben erwähnt, dass es ein Team von Studenten darauf arbeitet. Gibt es irgendwas online für Kollaboration und gibt es Ressourcen dafür? Also die Daten sind offen. Den Code haben wir noch nicht geöffnet. Ich habe kein Vertrauen darin, den Code weiterzugeben. Ich muss da wirklich Vertrauen haben. Ich glaube, für Quark, der kann leicht weitergegeben werden. Auge hat uns wirklich viel Mühe gekostet, den Production ready zu kriegen. Ich kann den persönlich mit Einzelpersonen weitergeben. Aber bevor ich das der Welt gebe, möchte ich das erst nochmal auditieren lassen. Ich bin da eher ein bisschen konservativ. Aber wenn du mich persönlich kontaktierst, dann schicke ich ihn dir sicherlich. Ja, nochmal vielen Dank dafür, dass du... Meine Frage ist, haben Sie Nützlichkeit gefunden in euren Herangehensweisen, dieses Ausbreitung des Internet of Things? Ich habe verstanden, dass Sie Router benutzen, um Anfragen zu machen, aber haben Sie gesendet oder auch empfangen Daten von Waschmaschinen oder Toastern? Wir werden bei Dingen bleiben, die nicht den Endbenutzern gehören. Du hast recht, dass also... Wir wollen Dinge verwenden, dass die Benutzer ihre Privatsphäre schützen können und auch abstreiten können, dass sie etwas damit zu tun haben. Also gut, ich sehe keine Fragen mehr im Raum. Aber wir haben noch eine vom Internet. Eigentlich eine Frage vom Callie 5 at 5. Ich war in einem afrikanischen Staat, als das Internet runtergefahren wurde. Wie kann ich sicher andere davon informieren? Während ich denke, dass lokale Benutzer diese Nachrichten nutzen und brauchen. Es ist ein Projekt von Philipp Inter und Alberto an der Universität Kaida. Die sammeln diese Nachrichten und pushen die nach draußen. Die haben einen Twitter-Feed, wo Shutdowns passieren und wie sie passieren. Ich habe noch nicht so wirklich darüber nachgedacht, wie man zu den Benutzern reichen kann und wie man das Benutzerfeedback einbinden kann. Momentan arbeiten wir mit einer Gruppe von Forschern, die Tools entwickelt haben. Die Tools von Twitter und solchen Quellen sammeln und das als Referenz Wahrheit verwenden. So, wenn der Signalengel jetzt keine weitere Frage hat. Ja, ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Ich habe einen Vortrag gehört, wie die Iraner und die Araber auf das Boston-Bombing reagiert haben. Und da sind eine ganze Menge Schlüsse draus gezogen worden. Und die Input-Daten
waren einfach Tweets zur Zeit des Boston Bombings. Und das heißt also, ich habe dann natürlich gefragt, ihr wisst, dass in diesen Ländern Twitter geblockt wurde und dass die dann einfach nicht getweetet haben. Vielen Dank, Roya. Ja, und damit bedanken wir uns hier auch aus der Übersetzerkabine.